Hey guys, bevor wir die heutige Folge angehen, möchte ich noch eine ganz kurze Umfrage starten. Und zwar, was ist euer, ich würde mal sagen, bevorzugter Schnittstil? Entweder gar nicht geschnitten, also möchtet ihr das Let's Play uncut raw, also quasi ohne irgendwelche Schnitte drin, also alle Kämpfe, alle Trainer, alle Items, einfach ungeschnitten, so wie man es normalerweise eher kennt von mir. Oder findet ihr das so wie im heutigen und im letzten Part, beziehungsweise im sechsten und im achten Part am besten, wo ich leicht geschnitten habe, also ein paar uninteressante Sachen oder unnötiges Grinding rausgeschnitten, findet ihr das am besten? Oder vielleicht sogar den Part 4, der ja sehr, sehr stark geschnitten war und immer mal wieder Gags drin und irgendwelche Animationen und so weiter. Ich wollte das einfach mal fragen, um mal ein bisschen reinzuspüren, was ihr am meisten fühlt und am coolsten findet. Ich habe dazu eine Umfrage auf YouTube in diesem Video. Dazu müsst ihr nur oben reinklicken und mal eure Stimme abgeben und dann werde ich in Zukunft die Videos circa so machen, wie ihr das eben am besten findet. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge Soulink. Ist es Nacht geworden bei mir und die Nacht ist eingebrochen. Wir gehen jetzt weiter zu Graffitport City nach der letzten Folge in der Arena in Faustauhafen. Und holy shit, was war das denn für eine Folge, Alter? Das sind immer, ohne Spaß, ne? Ich habe mal diese Einzelfälle, wovon ich immer geredet habe, wo ein oder zwei Pokémon mal sterben, ne? Aber dann kommt Nico wieder in die Ecke und halbes Team wieder weg. Yo. Du hast aber auch manchmal so ein Unglück, was die Pokémon angeht. Digga, der fliegende Fettsack. Ich sag's immer wieder. Die Leute glauben mir das nicht, Silo. Die Leute glauben mir das nicht. Ich sag denen seit Jahren, ich kassiere die Hacks, Alter. Egal, ob bei Turnieren mit Focus Blast oder in irgendwelchen Wi-Fi-Battlen oder in irgendwelchen Nuzlocks. Und die meinen immer, du bist nicht der Einzige, der Hacks kassiert und so. Digga, safe bin ich der Einzige, der immer Hacks kassiert, Mann. Proof. Alter, ich lag hier gerade durch, aber durch dich ist mein Luck gefährdet, ist das Problem. Aber gut, dass ich meine Meisterbälle noch in der Hosentasche hab. Bruder, dein Luck ist vorbei. Regigigas ist weg mit Schwebe, Alter. Digga, hol mal direkt das Pokémon hier. Hol mal direkt das Pokémon. Oh, shit. Oh, guck, was wir hier haben. Kennst du das Pokémon noch? Otaro? Ah, fuck, das war Dings. Zwirone war das, ne? Was du hattest. Hol mal, angel du schon mal das Pokémon. Gleich, bevor ich was mache. True. Hitzebälle. Das könnte ekelhaft werden. Oh, Impagator. Nice. Bei ihm hat er Otaro, bei mir hat er... Komm. Oh, als ob. Alter, das Impagator sieht aber mega komisch aus, ey. Meine Frage ist mal... Bei Voltec, wie viel... Das wird resisted. Krapamano! Fuck you, boy! Verpiss dich! Du High One, Alter! Alter, Digi, ne? Bitte. Ja, was will ich denn tun? Ich hab nur noch zwei Pokémon. Mach hier keine halben Sachen, ja? Mach keine halben Sachen, Bruder. So, Dreifachkick. Boah. Skibidi-ba-ba-bi-ba. Wow, und das macht nichts, oder wie? Tastfluch? Okay, der Tastfluch hat also... Shit. Hat der Tastfluch ab... Hat der gemeddert? Hat er das Ding runtergehauen? Ja, aber der wäre erst nächstes Mal aktiviert gewesen. Ich hätte nicht nochmal auf Dreifachkick gehen können. Knackraknit. Ich will auch ein Item! Gib mir einen Meisterball! Gib mir irgendwas! Gib mir einen fucking Supertrank! Ich bin schon happy mit einem Supertrank! Holy shit! Lass mal jetzt gleich schon das Pokémon holen, bevor wir jetzt gleich gegen alle Pokémon-Trainer kämpfen und hier keine EP gleich mehr für die anderen Pokémon farmen. Weil, ne, ihr wisst ja, Leute, wir haben hier noch ein Pokémon, was wir uns holen können. Ich bin sehr gespannt. Weil das könnte vielleicht unsere Last Talk mit entscheiden, was wir hier haben. Weil wir sind gerade ziemlich am Arsch. Wir haben nur drei Pokémon am Start und... Ja, und eines davon ist gelevelt, der Rest nicht, ne? Dressella? Dressella ist gut, Alter. Also gut, kommt drauf an. Digga, ich gebe mich mit so Dressellas nicht mehr zufrieden, Alter. Ich hatte Regigigas.
Wenn du das da oben irgendwo hörst, mein guter Freund Regigas, ich vermisse dich richtig. Also wirklich, das war eine tolle Zeit, die wir hier hatten. Wenn du auf irgendwen sauer sein möchtest, ja, dann auf den da. Dann auch bitte das fette Hariyama, was mein defensivstes Pokémon weggekrittet hat. Bitte. Siedewasser? War das Siedewasser? Ne, auf den da. Nicht auf mich, ich war das nicht. Ich wollte das nicht, ja. Es tut mir leid. Kann ich ein Pokémon bekommen, please? Blitz? Einmal? Digga, das hat Siedewasser, Mann! Wie sick ist das denn, please? Das ist ziemlich gut. Ja, aber das Ding ist, ich... Mann, ich hab wieder Angst, Alter. Wenn ich zu einer Feuerattacke gehe, denke ich mir wieder so, ist safe please. Wasser, weil Siedewasser am Start, please. Aber... Hexgott, please, gib mir was Gutes. Ein Bibor, oh mein Gott. Ich habe eine sehr innige Beziehung mit Bibor in Oras, weil ich habe hier mal einen shiny Bibor in einem Let's Play gefangen. Das hatte übrigens Dampfschwall gehabt. Also, es könnte gut sein, ja? Ein Bibor auf Level 5, alles klar. Ich sage, es könnte gut sein. Kann das bitte den Mega Bibor nicht Stein haben? Das wäre super. Dann würde ich es nehmen. Swag. Jetzt ist meine Frage noch an der Stelle. Ich habe ja Pantimimi noch am Start. Wann entwickelt sich Pantimimi? Level up mit Mimikry. Level 8 mit Mimikry? Level up mit Mimikry. So, gut. Wo kriege ich Mimikry her? Okay, Bibor kann sich, wie wir alle wissen, nicht mehr entwickeln. Das heißt, das ist das finale Pokémon, wenn das Müll ist, Alter. Ich gucke jetzt bei mir in den Bericht rein. Es ist Wasserkäfer, Alter. Drachenkampf, tschüss, was ist denn bei dir los, Alter? Mit Einächern, Pulverschleuder, mit Whirlpool und Siedewasser. Okay, Siedewasser ganz cool. Pulverschleuder so, naja, geht so. Und dein Bibor hat was für Attacken? Ich sehe es gerade nicht bei dir. Wenn jemand eine Feenattacke droppt, dann bin ich tot, ne? Das Ding hat die Typenkombination von Grandiras. Oh, jo, Alter. Zeig mal deinen Bildschirm da hinten. Ich will mal sehen, was du für Attacken hast. Aber wir haben Himmelhieb, was ganz gut ist. Wir haben Fassade. Oh, Fassade. Ist okay. Ziemlich nice. Das Ding ist, Fassade ist gut, weil ich habe Magieschild. Das bedeutet, ich krieg keinen Burn-Damage, wenn das Ding geburnt ist oder so. Ich habe H2O-Absauger am Start. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Ja, ich bin zufrieden mit Zweckstella. Das kann mal man schon nehmen. Mal schon. Ich bin mir nicht sicher. Besser als nichts, ja? Definitiv. Besser als Pantimimi, was ich nicht weiterentwickeln kann. Ja, ich nehm's. Die Problems sind real. Wir könnten übrigens oben, was ziemlich cool ist... Sollten wir zuerst die ganzen Encounter holen und dann die ganzen Leute hier töten? Digga, wir haben keine weiteren Encounter mehr. Oder was hast du da für Encounter auf dem Blick? Hatten wir keinen Encounter da oben? Nach Graphitport? Ja, aber da ist doch gerade noch die Magma und Aqua am Start da oben. Die halten noch die Route auf. Du kannst da nicht raus? Soweit ich das weiß. Nee, ich glaube nicht. Aber was ich cool finden würde, wäre wenn, oder? Doch. Nee. Okay, da kannst du noch hin, aber da drüber. Route 110, Digga. Den holen wir noch, weil wir haben nachher eine Arena am Start, ne? Okay, dann warte noch ganz kurz auf mich, bevor du da jetzt reinrennst. Das Ding ist, wir könnten gleich unten erstmal die Schule da unten kaputt machen da. Oder die Bar oder was es ist. Weil da kriegen wir billiger, was war das, Sprudel oder so? Nee, Digga, lass uns zuerst die Pokémon fangen, dann können wir die ganzen Leute besiegen. Danach machen wir das. Weil da können wir easy was Nices zum Regenerieren holen. Okay, was genau mache ich mit Blazer, Aquavelle oder was? Was hat das Ding? Facettenauge? Ernsthaft? Hast du Bälle gekauft? Kauf erstmal Bälle, bevor du jetzt hochrennst. Ich hab Bälle, ich hab genug. Okay. Die Frage ist, was für ein Level haben diese Viecher hier? Was für ein Level haben die Pokémon hier in der Umgebung? Ein Kabuto. Okay. Ja gut, du kannst es entwickeln lassen. Die Frage auf welchem Level ist das oder wie? Level 13. Soll ich Glut oder Aquavelle? Ich habe keinen Plan. Ich geh auf Aquavelle. Es ist eh nicht Stein. Never. Holy shit. Diggi, Alter. Crit. Wenn er jetzt gestorben wäre, ich hätte jetzt ein...
Seid ihr übrigens noch da, ihr ganzen Crit-Counter-Boys? Seid ihr noch da? Ich habe gelesen heute, ne? Das waren gar nicht so viele Crits. Nur 4 in diesem Part. Waren nur 10 in diesem Part. Ja, ja. Kennen wir. Low-Cups, Alter, das entwickelt sich doch auch früh, oder? Low-Cups entwickelt sich nur mit Tausch. Oder? Really? Digga, Alter, was hab ich denn wieder für geniale Artisten hier am Start, Alter? Alter, ey. Ich glaube, Laukaps entwickelt sich nur mit Tausch, wenn du es mit einem, Dingens... Schnuthelm tauschst. Alter, wie soll ich das denn machen? Wie war nochmal Kabutops? Oder Kabuto? Level 40. Bis dahin 40. Ist es schon längst tot. Ja. Digga, bis dahin ist es schon längst wieder Geschichte. Mann, Alter, ich kann hier nicht mit einem Offenlegung. Die. Really? Bleib doch einfach in dem fucking Ball drin. Ich kann dich jetzt nicht schwächen, Digga. Du wirst sofort instant sterben, Alter. Bleib drin oder ich gebe dir eine Schelle, ja? Digga, die Drohungen wirken, Alter. Digga. Digga, hier. Schon mal eine Low-Carbs-Diät gemacht, Alter. Geistgift, Alter. Mit eine Low-Carbs-Diät, Alter. Oh, Mann, ey. Eine Low-Carbs, ja? Das Ding heißt Low-Carbs, das einfach so scheiße ist. lass mal gucken, was hier oben noch so rumschwirrt, weil, keine Ahnung, vielleicht ist noch irgendwas Cooles da oben. Ja, warum denn? Wir dürfen sehr eh nicht fangen. Digga, Alter. LOL. Du hast Kabuto, einfach Bro. Das Gegenstück gehabt. So geil. Oh, Donnerblitz. Digga, wen willst du hier ficken, Alter? Wen willst du hier ficken? Aufgewacht, perfekt. Was ist das denn? Ist ein Megastein. Warte, was? Er wusste es einfach nicht. Ja, das ist ein Megastein. Digga, das gibt's hier. Ja, aber nur abends zwischen einer gewissen Uhrzeit. Aber wir haben ja noch gar keinen Megaring. Das ist Wayne, die sind da immer. Oh, an einer gewissen Uhrzeit sind die da immer. Lol. Zwei Xalas schon Level 11, nice. Cordula heißt der da. Ey, ich Cordula ist so, die eine. Ich hätte so gerne einen Simsala, Digga. Einfach nur mal, um zu sehen, was so ein Mega-Simsala für ein Dingens hat. Für einen Typen. Ändert sich der Typ bei Mega-Entwicklungen auch? Wahrscheinlich nicht, doch, oder? Doch, der erinnert sich doch normalerweise auch. Echt? Aber es gibt es nicht eine Mega-Entwicklung, die einen anderen Typen hat als die Vorentwicklung? Doch, ne? Gibt es doch. Altaria. Naja, und deswegen schätze ich mal, dass die Mega-Entwicklung sich nochmal verändern wird. Vom Typen her. True. Das wird krass. Krakelu. Digga, ich kann nur mit Jackie drin bleiben, Alter. Alles andere ist ein Safe-Fuck, ja, Alter. Ja, bei mir auch. Hä? Zwei Leute? Ja, ja. Aber mit einem Pokémon wieder, die teilen sich wieder eins. Der Rückstoß ist halt echt sowas von wack, ey. Eruption! Come on! Ja, das macht einfach. Oh. Nein, oder? Tankt. Du bist doch ein Alter. Oh. Was hat er für Crit. Eine Attack? Crit! Schon wieder ein Crit. Willst du gesagt haben, ne? Ist okay. Ich hab's gesehen. Heißt, mit der nächsten Attack solltest du es ausnehmen und er sollte dich nicht wegbumsen, außer er crittet wieder. Weißt du, es ist. Drache ist ein so seltener Typ. Drache ist so selten. Aber genau dieser Pisser hat eine Drachenpuls. Du hast echt ziemlich viel Glück, muss ich sagen. Echt ziemlich viel Glück, also. Und dann noch so viel Pech in einer, also in den ersten paar Folgen habe ich noch nie irgendwo gesehen, Alter. Du hast, ohne Spaß, ne? Bei mir ist so, ich bin so die Sonnenseite und bei dir ist immer so Nacht, Alter, und bei dir ist der Hexgott einfach nicht auf der Seite, Alter. Da ist der Hexteufel gerade am Start, so. Der hat mir gerade eine Lohnkanonade gedroppt, der Junge. Der war Feuerdrache. Genau so wie mein, Blitzer. Nur, dass mein Blitzer keine Drachenattacke hat. That's the problem. Papunga wieder, ey. Chopgüzel will. Was war das für ein Typ bei mir? Trugtrainer. Feuer war das, glaube ich. Ja, gut, dann muss ich jetzt halt mit meinem Spirit hier alles durchsweepen. Lol, ich habe gerade mein erstes Item bekommen, Digga.
Mein allererstes Item. Eine Bege, von der ich nicht weiß, was sie tut. Aber in Ordnung, ich nehm's. Viking kann. Golking. So ein Dreckscheiß. Lol, guck dir das Golking an. Wie das aussieht, Alter. Shit. Gefällt mir. Gefällt mir. Sieht fresher aus als das normale Golking. Hydragi, Alter. Willst du mich komplett auseinanderbumsen? Gifton, du bist doch ein Bastard, Alter. Passt, Alter. Passt ja, perfekt. Es passt wenigstens, ey. Passt wenigstens. Das, so sollte das Alola Golking aussehen. Wasser, Gift und dann so ein Gifthorn oder so. Boah, und das ist die blaue Farbe noch, das passt, Alter. Wäre richtig sick. Ja gut, was können wir jetzt noch machen? Also du musst jetzt noch unten die ganzen Trainer wegfetzen. Ich bin jetzt hier schon fertig da unten. Ich geh was noch kommt auf als die nächstes? Als nächstes kommt Team Aqua, Team Magma. Team Aqua, Team Magma und dann die Arena, ne? Genau, mehr kommt da auch gar nicht mehr. Deswegen mache ich trainiere jetzt noch ein bisschen, während du unten alle fertig machst. Dann machen wir noch eben kurz Team Aqua und Team Magma fertig. Das sollte noch drin sein. Ja. Und danach können wir im nächsten Part oben auf die nächste Route gehen. Können wir auf die nächste Route? Im nächsten Part würde ich erst auf die nächste. Alter. Oh Gott, ich fangen konnte, Alter. Digga, einfach Meter groß. Ich habe einen Meter groß nicht. Ich will es nur gesagt haben, ne? Alter, das wär zu krass, ey. Dings hat einen krassen Spitzattack, ne? Glatio, oder? Ja, ja. Hast du gesagt? Sehr krass. Nice, Alter. Mit Psychotypen und noch mit Sondersensor dabei. Not bad. Ja, das macht das schon wieder ein bisschen wett. Das gefällt mir auf jeden Fall. Kann man mitarbeiten. Okay. Okay. Boah. Zum Glück bin ich. Kobali, ja, zum Glück bin ich 12 Level drüber, Alter. Sonst würde ich mir Sorgen machen. Digga, das Ding sieht ja sick aus, ey. Aber das ist gut, weil ich krieg ein bisschen mehr EP, vor allem für die anderen Boys. Chocuzel schon auf 15. Ja, den müssen wir dann wirklich mal leveln. Wie sieht's eigentlich mit deinem Blitzer aus? Welchen Typen hat das nochmal? Drache, Feuerarzt, ne? Feuerdrache, ja. Hast du deine Drachenattacke überhaupt drauf? Nee, ne? Ja, aber schade, ey. Das wäre nämlich krass gewesen. Jetzt nur eine Drachenattacke drauf gehabt, Step. Boah. Kommt ein bisschen wieder an dein altes Molly ran dann, ne? Also hat er auch Drache-Step-Attacken. Weil der Metagross nehme ich immer wieder gerne. Ist One-Up mit Sondersensor und gibt viele Erfahrungspunkte. Krass. Das ist ziemlich gut zum Trainieren hier oben, muss ich sagen. Das gefällt mir schon mal. Kann man gut mitarbeiten. Ja, Alter. 385 Erfahrungspunkte ist geil. Was? Boah, wie viel Low Carbs, Alter. Mit Erstauner. Ich hab noch nicht alle? Oh, hier, Leute. Nee, da unten, da links auf der anderen Seite, Alter. Und, Der Junge mit dem Ring. Oh! Gentleman! Zeit ist bei dem aber schnell vergangen, Alter. Boah, Pixie, Alter. Holy shit. Have fun, Bruder. Have fun, Alter. Das wird. Easy. Viel Erfahrungspunkte auch geben, glaube ich. Wie viele? Digga, wenn jetzt nur Metagross bei mir kommt, bin ich zufrieden, Alter. Dann kann ich richtig gutes Training machen. Wie viele EPs gibt denn der? Fast 400, Alter. Okay, krass. Guck dir mal an, wie schnell die Kurve bei mir hochgeht. Hier 385, bam, jetzt schon wieder die Hälfte von Level 18 fertig. Gut, dann gehe ich jetzt auch mal ganz kurz auf hier und dann lass uns einfach reinrennen und Team Aqua und Team Aqua schnell wegkloppen. Das soll ja nicht so lange dauern. Hoffentlich mal. Also. Oh, Jackie Level 27, geil. Ah! Ich merke schon, wir müssen erstmal wieder runter mit dem einen Schiffstypen da reden. Mit dem Mr. Nee, nicht Mr. Brick, wir müssen mit. Wie heißt der Typ Brack. Da? Hieß der nicht Brack? Nee, Brack war der Junge mit dem Vogel. Boah, war das nicht sogar Brack? Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Und nee, der hieß. Brack war der mit Pecco, oder? Brick heißt der mit Pecco. Captain Brick! Was? Captain heißt Brick. Captain Brick? Du so Captain, was? Okay. Brack, Bruck, Brick, Brick? Oh shit. Nice one. Lass mich mal ganz kurz aufheben, bevor wir hingehen. Ich hab geheilt. Ja, chill, warte mal eben kurz. Ich warte auch immer auf dich. Hey, wo wartest du denn? Hä? Ich hab die ganze Zeit oben auf dich gewartet, ja, und trainiert. Und weißt du, warum du gewartet hast? Weil du das ganze Strandhaus und alles schon fertig gehabt hast. Sonst hättest du gar nicht warten müssen. Ja, man muss ja.
Ja, man, guck mal, ich konnte ein bisschen mehr trainieren. So, alles ist goodie, alle sind froh, alle sind glücklich. Ja, siehst du, jetzt kann ich auch ein bisschen mehr trainieren. Wir gehen alle ins Museum rein und bezahlen das Geld dafür. Gut, dass ich noch... Oh, Digga, da kommt doch der Boss, oder? Aber wir müssen nicht kämpfen. Nee, nur der Vorstand kommt da. Aber wir müssen nicht kämpfen, oder? Ja, nur der Vorstand kommt, glaube ich, zum Kämpfen. Meinst du, kommt der? Stimmt. Ja, nur der Vorstand. Oh je. Boah, jetzt bin ich gespannt, Alter. Wir haben einen Pokémon. Unser erster offizieller richtiger Fight gegen den Aquan Team, weil die anderen waren so Low-Fights. Das ist eigentlich mega dumm, was wir machen, weil wenn er ein einziges Pokémon hat, was unser Pokémon fickt, dann war's das. Ja, aber die haben ja keine 6 Pokémon. Das ist alles gut. Das ist ja okay, aber... Und Owei. Electek und Owei. Die Oweis sehen richtig shiny aus. Quetschgriff. Oh, damn, Alter, das macht Damage. Krafttausch, Lil. Digga, er hat Fokusgurt. Willst mich verarschen? Was ist Quetschgriff für ein Typ? Keine Ahnung. Die Attacke kenne ich nicht mal mehr. Hey, ich muss Jackie reintauschen, Alter. Ich schaff das nicht mit Glaciola. Das Ding wird weggerackt. Turbodreher. Ja, war gut, dass ich kein gutes Item drauf hab. Ah, macht das nicht immer ein Item weg? Nein, das war Hazard. Tarnsteine. Ah, okay. Puh, ich dachte gerade schon, ne? Digga, ich bin auf Level 27. Ich bin so hart overleveled mit dem einen Pokémon. Und ich bin Level 20 jetzt nochmal klar. Oh, Herzstempel. Aber das ist doch auch... Physisch. Bringt nichts. Wack, Alter. So, jetzt hat der gute alte Mann noch seine olle Tochter geholt. Schau mal, die haben das Kokuna angemalt. Digga. Low Carbs, da wir sitzen. Ah, das Problem ist, ich lebe jetzt mit meinem Glatze. Ich kann jetzt nicht zwischendurch nochmal healen, ne? Nope. Jetzt kommt direkt der nächste. Ja. Ah, du Scheiße, Alter. Problems über Problems. Ich hoffe mal. Ja, Schneckmark. Was für eine Innentype. Oh, wie sieht Schneckmark denn aus, Alter? Verkokelt, Alter. Jo, was hast du denn da am Start? Digga, weißt du, was das Witzige ist? Du hast gerade vor mir gesehen. Ich habe auf Schneckmark geguckt. Oh, come on, why? Du hattest C-Chrome letztens gehabt, jetzt hast du richtig ran. Digga, was willst du mehr? Come on, du bist eh nicht Typ Feuer. Du bist nicht Typ Feuer, Drache und Resist, das ist nicht vierfach. Oh, oder schon. Dimensionsloch, was zum Fick war das? Oh, nice, sehr effektiver Akrobatik. Move. Ein sehr effektiver Move, geil. Gefühlswippe! Okay. Ein Reshiram mit Gefühlswippe. Wird er, greift er physisch an oder speziell? Octazooka greift speziell an. Der Junge hat die ganze Zeit sehr viel Moves. Ja, aber das Ding ist, aber sein Spitzangriff ist doch jetzt gesunken. Das ist doch gut. Megalon. Ach, das viel wieder. Verteidigung sinkt, Spezialverteidigung. Nee, Verteidigung sinkt. Solange er doch nicht physisch jetzt angreift, ist doch alles easy. Wobei sein physischer Angriff wahrscheinlich eh für den Arsch sein wird. Fick dich, Alter. Fick dich! Ey, ich bin Level 27 und struggle mit einem Level 14er Reshiram, ja. Alter. Der Struggle ist real, Alter. Der Struggle ist echt real, was die Legis angeht hier. Ich glaube, wir müssen sogar gar nicht mehr kämpfen jetzt. Das war's, glaube ich. Jetzt kommt einfach nur der Chef und sagt, ey, ihr seid voll die Luschen und dann war's das. Das heißt... Oh, gib dir, Alter, die Mucke hier. Künstlerfamilie, ja, jetzt verpisst euch mal. Digga, die Mucke, Alter. Als würde gerade Darth Vader seine Auferstehung machen, ey. Ja, oh, Fundamente, shit. Erde, my boy, Alter, das ist egal. Juckt hier keinen. Ich finde echt, dass die hier ziemlich kacke aussehen, die beiden Charakter. Die sahen in Rubin und Saphir so viel bosshafter aus. Adrian, findest du scheiße? Ich finde den richtig sick. Ich fand Adrian früher besser. Echt, der sah viel krass aus mit seinem schwarzen Mantel. Er sah aus wie so richtiger... Richtiger Motherfucker, Alter. Richtiger Hugo Boss-Träger, Alter. So sah der aus. Hä, wo denn? Als würde, hä, in Rubin und Saphir mit seinem schwarzen Anzug, den er da hatte, Alter. Sah aus, als würde er rein beruflich noch als Nebenjob Zuhälter sein oder sowas. Kann ich mich nicht erinnern. Nein, Mann, Alter, das war... Kann ich mich nicht erinnern, wie der aussah. Sick as fuck. Das war richtig sick. Oh, Schutztausch kriege ich. Geil, so. Geil, Schutztausch, geil.
Das ist ziemlich geil, Mann. Was kriegst du von dem Boy? Wahrscheinlich Raub oder sowas? Willst du mich verarschen, Alter? Ist okay. Willst du mich verarschen? Ist okay, ist okay. Bekommt man von dem, normalerweise bekommt man von dem Raub, oder? Ja, ja, deswegen hab ich das ja auch gesagt. Gab's hier nicht eine Arena? Ach nee, hier gab's gar keine Arena, hier gab's doch nur dieses Talentkacke-Dingens. Digga, der letzte Scheiß, Alter. Wer interessiert für diese Xenia, Alter? Wer ist das überhaupt? Xeblu und Xenia. Digga. Ja, die denkt, sie ist auch Superstar mit ihren 50.000 Instagram-Likes, Alter. Ich wollte gerade sagen, mit ihren 50 Instagram-Followern, Alter. Ja, jetzt hat sie 54, weil da vier Leute stehen. Ja, ja, Alter. Also, ey, direkt mal followen, Alter. Ja, aber nur, wenn sie zum Knattern vorbeikommt, ey. Instant Insta-Direct-Nachricht schicken, Alter. Nur, wenn sie zum Knattern vorbeikommt. Oh shit. Digga, das ist eine der Personen, die mit 50 Subscriber bei Instagram schon weißt, Personen weißt, des was öffentlichen ich mir Lebens überlegt oben draufstehen hab, wenn, hat, Alter. Wenn die mal ihre Tage hat, Alter, dann hat sie einfach Wablu parat. Dann ist es aber nicht mehr, Alter, dann ist es jetzt aber nicht mehr Xenia Blue, Alter. Dann ist das Xenia Red. Dann hat die einfach ein Wablu parat. Naja, du meinst ein Warred, Alter. Dann ist es nämlich rot, Alter. Ja. Dann war's das mit Wablu, Alter. Yo, safe. Safe macht die solche Faxen. Jetzt hier vor der Kamera ist sie voll der Superstar. Voll süß, aber hinter der Kamera, Alter, steckt sie sich ihr scheiß Wablu in die Mu, Alter, wenn ich sag, Alter. Oh shit. Digga. Oh Mann. Weiter ran. Bro, weißt du, was das Problem ist? Hm? Wir haben Rivalen-Match auf dieser Route. Ja, Mann. Und wir haben keine. Ich würde sagen, Pokémon. Wir machen einen Fight noch fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt doch wieder über eine halbe Stunde aufgenommen, finde ich, ey. Ja. Aber Leute, kann keiner sagen hier, wir würden wenig aufnehmen, Alter. Wir würden hier nur 10 Minuten Pass rauskloppen. Wir schneiden das vielleicht manchmal ein bisschen runter, aber im Großen und Ganzen sind das richtige Brocken hier, die wir aufnehmen. Ja, ja. Locker 40 das Minuten ziemlich pro Part. Zeitintensiv, ja. Wir haben jetzt drei Parts aufgenommen, Freunde. Und dann müssen wir uns vorher noch mal ein bisschen absprechen, dann wieder alle Einstellungen fertig machen für die Aufnahmen. Wir haben drei Parts gemacht. Mhm. Eine Stunde 50. Das bedeutet fast 2 Stunden für 3 Parts. Also ihr könnt euch vorstellen, wie viel Zeit da drin steckt. Ja, Mann, Alter. Wie schaut es eigentlich aus? So. Wollen wir dieses Haus der Rätsel machen? Ist es auch eine neue Route hier oben? Ich weiß es nicht. Ist das aufgeteilt? Geh mal links rein. Da oben nicht. Aber links vielleicht. Oh Mann, Digga. Das hat die geilste Mucke ever. Ist es das? Ist es das? Ist es das? Du meinst es. Ja, Alter. Geh mal nach links und guck, ob da eine neue Route ist. Nee, Digga. Aus dem Haus raus. Hier. Aber die Mucke ist geil. Nee, da ist, glaube ich, noch die alte. Die ist verbunden mit der anderen Route da hinten. Ah, okay. 103, du hörst auch die Mucke, Alter. Das ist die Anfangsmucke noch. Das ist die Route, wo du das eine Pokémon nicht fangen konntest. Das war das. Digga, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder und machen dann direkt mit Maike weiter. Wir fetzen die weg, die Alter. Ja, Leute, das heißt, also, wir werden jetzt Zeit mit Grinden verbringen und unser Team irgendwie hochleveln. Mhm. I don't know. Was hat dein Karpilz für ein Level, Alter? Digga, meins hat 27 oder so. Ich glaube, wir könnten sogar noch eine Folge machen und danach, wenn wir die nächsten Encounter haben auf die nächsten Runden, wenn wir wieder ein volles Team haben, grinden wir erst. Das heißt, wir machen noch eine Folge, würde ich sagen, wenn wir noch das zeitlich schaffen. Und dann bis zur nächsten Episode grinden wir nochmal. Wenn Maike wieder irgendwelche Faxen macht, dann könntest du es gewesen sein. Die Sache ist halt Alter. Wir kriegen jetzt noch 2 Pokémon auf den nächsten beiden Routen da oben, bevor wir den Arena-Leiter haben. Das heißt, wir müssen nochmal 2-mal grinden, um das ganze Team nochmal hochzukriegen. Und wenn wir jetzt umsonst wieder was hochleveln, was eh sterben wird. Lieber so, als dass wir dann, keine Ahnung, Mann, da verrecken. Also, mal schauen, wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal nach dem Part ab, würde ich sagen, und gucken mal. Alright, guys. Leute, bis zum nächsten Mal. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao.